Okay, rein jetzt. Cannabis boomt. Und das nicht nur auf dem Schwarzmarkt. In 49 Ländern gibt es Gras bereits auf Rezept oder frei verkäuflich. Und jedes Jahr... Deutschland sogar auch grün dargestellt. ...werden es mehr. Schätzungen zufolge wird sich der legale Umsatz in Europa bis 2025 mehr als verzehnfachen. Obwohl der Markt so jung ist, dominieren wenige große Player. Börsennotierte Firmen, die jeweils mehrere Milliarden Dollar wert sind. Ein junges Unternehmen will dagegen ankämpfen. Es wird im Jahr 2019 in Berlin als Juicy Grow GmbH gegründet. Die Idee? Sogenanntes Crowdgrowing. Viele Kleinanleger geben Geld, Juicy Fields baut an und zahlt aus. Der Einstieg ist kinderleicht. Kurz anmelden, die günstigste Pflanze gibt es schon für 50 Euro. Im eigenen Gewächshaus kann man der Pflanze dann praktisch beim Wachsen zuschauen. Verkauft wird nach einigen Monaten für zwischen 68 und 83 Euro. Das macht eine Rendite von bis zu 66%. Andere Pflanzen kosten 2000 Euro, bringen später dann aber auch noch mehr Gewinne ein. Juicy Fields vermarktet sich ziemlich aggressiv. YouTuber werben mit Affiliate-Links für die Plattform. Cannabis-Messen wie die Spanabis in Barcelona werden gesponsert. Die Firma tritt pompös und laut auf. Lamborghinis, dicke Partys, leicht bekleidete Tänzerinnen und sehr viel Bling-Bling. In diesem hochwertig produzierten Promo-Video bekommen Passagiere Joints in Form von Flugzeugen. Sie werden von Captain Blunt und Co-Pilotin Mary Jane an Bord begrüßt und es gibt eine massive Hotbox-Party über den Wolken. What the fuck, Alter? Was guck ich mir an? Auch der deutsche Rapper Wazel macht für Juicy Field. Wer? Chat, erklärt mir was. Was macht er so? Hat er irgendwas Nennenswertes gemacht? Werbung. Der Mann, der hier am Cannabis riecht, hat im Video zuvor Captain Blunt gespielt. Er ist der CEO von Juicy Fields, Alan Glanz, das Gesicht der Firma. Er will die großen Cannabis-Monopole stürzen. Gras für jeden. Ein Robin Hood der Ortindustrie. Er gibt sich auf der Juicy Fields Website und auf LinkedIn als genialer Geschäftsmann. Was hat er da stehen? Warte. Founder at Bright Skies Foundation, Non-Profit Organization, with Autism. Info, I don't smoke cannabis, I'm cannabis. Oha. Sein Englisch wirkt trotz angeblichem Elite-Uni-Abschluss aus den USA in den meisten Interviews etwas, naja, eingerostet. The guy is incredible, is working the perfect. I'm not know, it's about the how many, you know, like five star. Die Message zieht trotzdem. Eine Community entsteht. Und zugegeben, wenn man vom zweifelhaften CV des CEOs mal absieht, wirkt Juicy Fields auf den ersten Blick dennoch ziemlich legit. Auf der Website. Okay, Partner werden dargestellt. Zeit listet das Startup etliche namhafte Cannabis-Produzenten als Partner auf. Es gibt Führungen durch echte Gewächshäuser, sogar Live-Webcams vom angebauten Gras. Sie halten ihre Gewinnversprechen und zahlen regelmäßig hohe Summen aus. Und du hast 8.500 Euro in Juicy Fields verloren? Schreibst du das, weil du Aufmerksamkeit suchst oder weil du wirklich so viel Geld verloren hast? Weil es klingt ziemlich viel Geld, Bro. Wenn wir jetzt die letzten 10 Pflanzen verkaufen, haben wir hier wieder 735 Euro Ernte verkaufen. Alles drum und dran. Im Jahr 2021 klingt fast zu gut, ernsthaft. Werden sagenhafte 72 Tonnen Brokkoli geerntet. Die Produktionskosten sind angeblich 10-mal niedriger als die der Konkurrenz. Nach nur 2 Jahren verzeichnet Juicy Fields bereits 500.000 Anleger. Viele kommen aus Deutschland, aber auch aus Österreich, Spanien oder Portugal. Juicy Fields ist ein massiver Erfolg. Doch dann geht es ganz schnell bergab. 3. Juni 2022. Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin schaltet sich ein. Sie verbietet Juicy Fields, weiter Pflanzen in Deutschland zu verkaufen. Juicy Fields ignoriert das Verbot. Daraufhin verhängt die BaFin eine Zwangsgeldzahlung in Höhe von 1 Million Euro. 11. Juli. Einige Juicy Fields Mitarbeiter kündigen einen Streik an. Kurz darauf werden die offiziellen Telegram-Gruppen und Social-Media-Konten gelöscht. Am 13. Juli können die Anleger sich plötzlich nicht mehr einloggen. Auf der Plattform waren zu diesem Zeitpunkt mindestens 400 Millionen Euro eingezahlt. Niemand weiß, was mit dem Geld passiert. Kurz zuvor wurde Glanz entlassen. Er beteuert in etlichen Videobotschaften oberkörperfrei seine Unschuld. Er wurde entlassen, aber war er nicht der CEO? Und wer hat ihn entlassen? I'll never take your money.
okay in my sight. Überhaupt sei er gar nicht so maßgeblich in das Geschäft involviert gewesen. Die wahren Drahtzieher habe er nur 5-mal persönlich getroffen. Viele okay. Mitarbeiter geben sich ebenfalls nichtsahnend und berichten teils von mysteriösen Hintermännern, die sie nie zu Gesicht bekommen hätten. Tausende Anleger versuchen täglich auf ihre Juicy Fields Accounts zuzugreifen. Vergeblich. Man könnte meinen, dass die Geschichte hier endet. War wohl eine Betrugsmasche, solche Gewinnmargen waren offensichtlich viel zu schön, um wahr zu sein. Pech gehabt, Red Flags ignoriert. Doch der Fall Juicy Fields nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf. What the fuck, man? Hat irgendjemand von euch davon mitbekommen? Weiß irgendjemand von euch davon irgendwas? Ich lese das gerade zum allerersten Mal. Also außer natürlich der Herr im Chat, den ich nicht namentlich nennen möchte, der eine Menge Geld verloren hat scheinbar dabei. Am 16. Juli werden auf der Juicy Fields Website die vollständigen Namen und Kontaktdaten verschiedener Personen veröffentlicht. Sie standen vorher nie mit Juicy Fields in Verbindung. Diese Leute hätten eine feindliche Übernahme der Plattform geplant. Die Logins hätten deshalb kurzfristig eingefroren werden müssen. Ein öffentlicher Angriff. Und was dann da passiert ist, ist, dass man öffentlich sehen konnte, dass Juicy Fields sozusagen in zwei Lager zerfallen war. Das ist Nico. Der starrt so heftig in die Kamera. Also, versteht ihr, was ich meine? So, als wenn er so hinter mir guckt. Nicolas Martin, Journalist bei der Deutschen Welle. Er hat den Fall von Anfang an verfolgt und über ein Jahr dazu recherchiert. Es gab das alte Juicy Fields, das waren die Betreiber der Plattform, also die das Ganze ins Leben gerufen haben. Und es gab das neue Juicy Fields, das war eine Reihe von Personen aus Deutschland. Diese Deutschen des neuen Juicy Fields gehören allesamt zur Juicy Fields AG, die in der Schweiz eingetragen ist. Sie scheinen also tatsächlich Verbindungen zur Plattform zu haben. Der Firmensitz ist ein Schloss. Viele von ihnen haben lange sperrige Adelstitel. Sie sind Grafen, Herzöge oder Prinzen. Unsere Recherchen haben aber nahegelegt, dass diese Adelstitel keine echten Adligen waren. Also sogenannte Scheinadligen. Auf einen dieser Grafen haben sich... Was ist der Unterschied zwischen den Adligen und Scheinadligen? ...die Juicy Fields Betreiber besonders eingeschossen. Sie werfen ihm vor, mit dem gesamten Geld verschwunden zu sein. Sie deuten an, er würde in den Bahamas Steuern hinterziehen. Er solle aufhören, sich ekelhaft zu verhalten. Sie seien genervt und ihre Leute in schwarzen Kapuzen besonders. Weitere geleakte Dokumente zeigen, dass das Hauptkonto von Juicy Fields von einem der beschuldigten Deutschen eröffnet wurde. Damit hätten die Beschuldigten Zugriff auf das ganze Geld gehabt und tatsächlich damit abhauen können. Es wirkt allen Ernstes so, als wäre Juicy Fields Opfer eines kriminellen deutschen Pseudo-Adelsklans geworden. Doch die Adeligen gehen zum Gegenangriff über. Auf das Hauptkonto hätten sie gar keinen Zugriff. Es wurde mit einem gefälschten Pass und gefälschter Unterschrift eröffnet. Ist das so einfach, ein Geschäftskonto zu fälschen? Sie veröffentlichen Dokumente, in denen sie die vermeintlich wahren Gesichter hinter Juicy Fields leaken. Die Betreiber der Website und der eigentlichen Organisation. Demnach sind 4 russischstämmige Männer als Eigentümer der deutschen Juicy Grow GmbH eingetragen. Sie veröffentlichen sogar die Pässe 3 dieser Männer. Als Geschäftsführer wird ein Viktor Bittner benannt. Ein Deutscher, der in Russland geboren wurde. Obwohl er Geschäftsführer ist, blieb er bisher völlig im Hintergrund. Hauptanteilseigner und Mastermind hinter dem ganzen Projekt soll ein Russe namens Paul Bergholz sein. Es stellt sich heraus, dass es neben der deutschen GmbH und der Schweizer AG noch weitere Firmen in Europa gibt. Mindestens 6 Unternehmen scheinen mit Juicy Fields verbandelt zu sein. Das Impressum wird fortan fast täglich geändert. Niemand weiß von wem. Ein erst jüngst installierter neuer CEO aus Südafrika meldet sich zu Wort. Niemand weiß allerdings, ob es diesen Typen überhaupt wirklich gibt. Im November meldet sich ein sogenanntes Anti-Crisis-Committee von Juicy Fields. Alle Anwesenden tragen Masken. This is not a prank or a joke. Sie schieben die Schuld immer noch auf das neue Juicy Fields. Und sie wecken Hoffnungen, das verlorene Geld rückerstatten zu können. Sehr vertrauenswürdige Bande, oder? Vieles wirkt konfus. Der Versuch, einen Joint durch einen Maskenschlitz zu rauchen, geht bei einem der 6 Anwesenden leider nicht auf. Es herrscht absolutes Chaos. Wie sich herausstellen wird, ist diese Verwirrung höchstwahrscheinlich Teil eines penibel geplanten Schmierentheaters. Hinter den ganzen seltsamen Charakteren und augenscheinlichen Amateuren verbirgt sich jemand, der ganz genau weiß, was er tut.
Oktober 2021, 9 Monate vor dem Login-Freeze. Viktor Bittner sitzt alleine in Berlin. Auf dem Papier ist er Geschäftsführer der deutschen Juicy Grow GmbH. Die Entscheidungen trifft aber eine kleine Gruppe in St. Petersburg. Bittner ist quasi ein Angestellter, der den Drahtziehern den Zugang nach Deutschland ermöglicht. Er hat auch die deutschen Konten eröffnet, auf denen inzwischen Millionen liegen. Die Welt ist im Lockdown, man kann kaum noch reisen. Bittners Chefs stecken fest im weit entfernten Russland. Er fragt sich, warum nicht das Geld einsacken und durchbrennen? Er echt nutzt mal, kurz warum nicht? Die Situation und reißt sich 1,5 Millionen Euro unter den Nagel. Wie nett, dass er nicht alles genommen hat, Chat. Bleibt natürlich nicht unbemerkt. Die Strippenzieher in Russland bitten ihren eigens Angestellten Fixer, sich darum zu kümmern. Bittner soll liquidiert werden. Oh. Doch der Fixer lehnt ab und steigt aus. Warum? Knapp ein Jahr später entscheidet er sich, über die ganze Sache zu reden. Unter dem Decknamen Anders meldet er sich bei einem schwedischen Anwalt, der Juicy Fields Geschädigte vertritt. Lars Olofsson. Sie haben bis heute Kontakt. And the whistleblower Anders said that I don't want to be a part of this. Yes, I could scam people, I'm a criminal, yes, but I don't want to be involved in killing. Auch die Deutsche Welle und die Spur haben mit Anders geredet. Inwiefern seine Aussagen stimmen, lässt sich von uns nicht unabhängig überprüfen. Die Spur konnte allerdings belegen, dass er tatsächlich Teil eines kriminellen Netzwerks in St. Petersburg war. Keine Ahnung, das klingt für mich halt so, wir haben keine Beweise. Und da ist so ein komischer Killer, der sich dann irgendwie meldet, aber alles ist super anonym. Das ist, glaube ich, das wackeligste Element quasi in der ganzen Sache hier, aber okay. Laut Anders ist Juicy Fields nicht nur ein riesiger Scam, sondern ein sauber aufgeführtes Puppentheater mit einem Genialzieher und sehr vielen Marionetten. Die sichtbarste Marionette war Alan Glantz. Laut Anders, wie bereits vermutet, kein Business-Genie einer Elite-Uni. Thank you guys for understanding. Er war vor Juicy Fields wohl ein einfacher Taxiunternehmer in St. Petersburg. Er heißt nicht Alan, sondern Anatoli. Man hat ihm schicke Anzüge und eine Rolex gekauft, damit er wie ein CEO aussieht. Auch die Erfolgsstory von Juicy Fields war sauber inszeniert. Die 72 Tonnen Ernte, die 500.000 Anleger, frei erfundene Zahlen. Die namhaften Partner wurden häufig ohne ihr Wissen auf die Website gepackt. Die Lamborghinis waren gemietet. Die das Führungen gingen durch Cannabisplantagen, die nichts mit Juicy Fields zu tun hatten. Und die Gewinne aus der Ernte? Es gab diese Verkäufe de facto nicht, die es ermöglicht hätten, den kleinen Anlegern ihre ganzen Renditen auszuzahlen. Genau genommen. Also irgendein komisches Schmiergeld oder so weiter haben die vermutlich ausgezahlt bekommen. Hätte Juicy Fields nie Cannabis-Finanzprodukte anbieten dürfen. Im Berliner Handelsregister wurde die GmbH als Firma für Gartenfachbedarf registriert. Die gesamte Masche deutet auf ein klassisches Schneeballsystem hin. Nutzer investieren wie verrückt. Extrem viel Geld fließt hinein. Wenn jemand seine saftigen Gewinne auszahlen möchte, wird das Geld der anderen Anleger dafür genutzt. Das System funktioniert nur, solange es wächst und immer wieder neues Geld hineinfließt. Den Drahtziehern war klar, dass das Kartenhaus irgendwann zusammenfallen muss. Für ihren Exit haben sie laut Anders entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Ein undurchsichtiges Firmengeflecht, ein Konto in Zypern und ein paar sauber ausgewählte Sündenböcke in der ersten Reihe. I'm calling them useful idiots. These are people who are just being paid to be seen and signing papers and so. They are not the mastermind. Laut Anders war der ganze Machtkampf abgesprochen. Ein riesiges Ablenkungsmanöver, das Verwirrung stiften sollte. Die Anschuldigungen gegen die Scheinadligen, die Leaks der russischen Pässe, all das war höchstwahrscheinlich inszeniert. Die Pässe sind gefälscht, die Namen frei erfunden. Die Fotos bearbeitet. Was aber stimmt, es gab wohl wirklich eine kleine Gruppe Eingeschworener hinter Juicy Fields mit einem Strippenzieher an der Bro. Spitze. Danke Audio Trap und Perio eben for Research. Nicht wirklich Paul Dankeschön. Bergholz heißt. Laut Anders sei er eigentlich ein unauffälliger Typ, ein IT-Spezialist, Darknet-Enthusiast, ein leidenschaftlicher Cannabiskonsument und er feiert Rap. Es soll so weit gehen, dass er wirklich auch Texte geschrieben hat. Juicy Fields hatte ja mehrere Musik-Promo-Videos und die Texte sollen wohl von Paul persönlich kommen. In einem Musikvideo sieht... Wow. Erstmal Mr. PX Street, Dankeschön für den heutigen Sponsor PX Street. Das ist das dritte Mal, das zweite Mal, dass du heute ein dickes Sub geschenkt da lässt. Vielen lieben Dank, Jungs. Wenn ihr ein F habt, das würde mir die Welt bedeuten. Dankeschön, Mr. PX Street. Danke auch Animal nochmal. Danke Audion Trap, Perio und Dead Rabbit for Resubs. Vielen lieben Dank, Mann. Und danke, es tut so gut, euch zu sehen. Ihr wisst gar nicht...
Balsam für meine Seele, Chad. Jetzt fühle ich mich gut. Let's go. Man solche russischen Matroschka-Puppen. Laut Anders wollte Paul explizit, dass sie dort platziert werden. Ein Easter Egg? Ein heimlicher Flex? Warum sollte er selbst die Aufmerksamkeit auf sein Heimatland lenken? Ist er sich vielleicht so sicher, dass er dort unantastbar ist? Vielleicht doch keine Russen? Money, money, ich bin doch ganz ehrlich, Chad, quasi den Russen die Schuld in die Schuhe zu schieben, ist immer relativ einfach, wisst ihr? Also quasi, du kannst denen quasi immer das Böse in die Schuhe schieben und die Leute sind quasi gewillt, das zu glauben, so. Vielleicht alles nur so eine Ablenkung. Doch selbst hier endet es nicht. Juicy Danke, Alex Ryder. Das Schneeballsystem, das Puppentheater waren laut dem Whistleblower nur eine Front für eine noch viel größere Operation. Ich frage mich auch immer, Chad, ist es so einfach, 400 Millionen irgendwie einfach über 6 Konten zu jagen und dann quasi kriegt niemand mehr mit, wo das Geld herkommt und es bleibt irgendwo auf einem Konto liegen und die Leute, die quasi die 400 Millionen überwiesen bekommen haben auf das Konto, sagen sich, oh ja, sind jetzt 400 Millionen. So. Gibt es keine Sicherheitsmaßnahmen oder so? Geldwäsche. Das wichtigste Juicy Fields-Konto lag in Zypern. Dem Land wird immer wieder vorgeworfen, nicht genug gegen illegale Finanzgeschäfte zu unternehmen. Ich brauche ein Konto in Zypern, scheinbar, ha? Chat? Wir alle. Im Konto wurden seit der Eröffnung über 500 Millionen Euro umgesetzt. Unter dem Deckmantel der Cannabis-Investition ließ es sich relativ einfach Geld waschen. Das heißt, dreckiges Geld fließt sozusagen in ein legales Geschäft, wird ausgeschüttet und ist dann sauberes Geld. Man könnte sagen, die beiden... Das Schneeballsystem und die Geldwaschanlage waren natürliche Partner. Laut Anders pflegen die Drahtzieher enge Verbindungen zu einem kolumbianischen Drogenkartell. Uff. Wurde Juicy Fields potenziell genutzt, um Kartellgeld zu waschen? Wir wissen Möglich? Auch, dass es sehr wahrscheinlich in Richtung organisierte Kriminalität in Russland geht. Das zumindest hat die Staatsanwaltschaft uns so bestätigt. Die Drahtzieher kommen ja mutmaßlich aus St. Petersburg. Die Stadt gilt als eine Hochburg der russischen Mafia. Experten vermuten, dass man so eine Riesenoperation nicht durchziehen könnte, wenn man nicht die Rückendeckung aus der russischen Politik hat. Viktor Bittner soll außerdem Verbindungen zum russischen Geheimdienst FSB haben. Doch spätestens hier verliert sich die Spur. Das Bild wird zu diffus, zu spekulativ. Eines ist jedoch klar. Ah, oh, Jungs, ne, nur so nebenbei. Ich meine, die wollen ja quasi irgendwie immer so den Eindruck erwecken, quasi, oh, und hier ist quasi der Übergang mit einem visuellen Bild von einem Medienbeitrag. Aber Leute scheinen wirklich quasi ihren Browser auf hell eingestellt zu haben. Und das ist völlig in Ordnung für die, richtig? Also es ist komplett okay, dass sie quasi auf so eine Seite gehen wie diese und erstmal so richtig, bam, geflashbangt werden. Schaden ist enorm. Vorsichtige Schätzungen gehen von 400 Millionen Euro aus. Andere von rund 3 Milliarden. Zahlreiche europäische Strafverfolgungsbehörden ermitteln. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat Hausdurchsuchungen durchgeführt. In Österreich wurde ein ehemaliger Mitarbeiter festgenommen. Aber das sind alles kleine Fische. Die wahren Drahtzieher sitzen unbehelligt in Russland. Russland liefert nicht aus. Das heißt, wer momentan in Russland ist, der sitzt da relativ sicher. Und Juicy Fields gibt sich scheinbar nicht geschlagen. Die Website ist immer noch online. Auch wenn man gerade kein Geld mehr investieren kann. Die momentanen Betreiber beteuern, kein Scam zu sein und versprechen bis heute Rückerstattungen. Im Januar 2023 gab es eine Art Relaunch. Man nennt sich jetzt Juicy Fields DAO. Das steht für Decentralized Autonomous Organization. Eine hierarchielose, auf der Blockchain laufende Organisation, bei der Investoren mitbestimmen können. Es gibt ein revolutionär klingendes White Paper und Zukunftsvisionen. Das Versprechen ist das gleiche. Boomender Cannabismarkt, hohe Renditen. Diesmal nur eben mit Blockchain. Um es einmal klar zu sagen, das klingt weiterhin wahnsinnig fishy, steckt da auf keinen Fall Geld rein. Noch im Sommer dieses Jahres... Aber habt ihr gesehen, Chad, man kann bis zu 5000% Gewinn machen. Das klingt doch ziemlich gut, Chad. Vielleicht kann ich ja... Lieber nicht. Es waren Juicy Fields Vertreter... Ist die Seite offline, Chat? Kann mir jemand checken von euch? ...in Berlin auf einer großen Cannabis-Messe. Sie sind stilecht, wie immer, in Lambos vorgefahren. Auf der Messe haben sie Olofsson angegriffen. There was a guy coming from behind me and shouting at me, I was a joke, and then smashed the cake in my head. Tausende von geprellten Anlegern warten bis heute vergeblich auf ihr Geld. Dieser Betrug ist nicht besonders, weil es Eine Meinung, Chat, ab jetzt. Irgendwie um Cannabis geht. Es ist die kriminelle Energie, die sich zwischen den Zeilen offenbart. Kein Teenager mit Darknet-Markt, dem alles über den Kopf wächst. Keine überstürzte Flucht ins Ausland und eine unvermeidbare Festnahme.
In diesem Fall waren es, nach allem, was man weiß, echte Profis. Juicy Fields war ein penibel geplantes und meisterlich aufgeführtes Theaterstück. Die Musikvideos, das coole Stoner-Image, die glänzende PR-Maschinerie. Mit Fake-CEO, Fake-Bösewichten, Fake-Enthüllungen. Und am wichtigsten, einer Fake-Erfolgsstory mit allzu verlockenden Versprechen. Betrugsmaschen im Internet nehmen zu. Ungelogen, Chat, ey. Passt gut auf euch auf. So viel ist sicher, Mann. Ziemlich beunruhigende Sache, Mann. Ich habe das Video angeklickt und wusste überhaupt nicht, was ich zu erwarten habe. Ich habe davon noch nie gehört gehabt, aber wenn ich lese, dass sogar Leute aus meinem Chat sozusagen gescampt worden sind, dann scheint das eine ziemlich große Sache gewesen zu sein.